Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wann machst du den nächsten Vortrag? Jetzt, hier. Inshallah. Wir sind ja hier, um mit den Menschen über Islam und so zu reden. Woher kommt ihr? Welcher Name? Ursprünglich. Türkei. Türkei, nee, wir gehen gerade hier rum, wir reden mit den Leuten über Islam und so weiter. Kennt ihr meine neue Internetseite, fiaforus.de? Ja, ich gucke alle Vorträge. Mashallah, mashallah. Ich habe hier auch ein paar Geschenke für euch, inshallah. Könnt ihr haben. Dann haben wir hier etwas. Wenn jemand mich betet, haben wir hier so Flyer. Kennt ihr Leute, die mich beten, Muslime? Meine Freundin hat das auch. Deine Freundin? Ja. Ja? Vielleicht könnt ihr was verteilen oder so. Nur wenn ihr wollt. Also. Aber wenn, müsst ihr auch verteilen. Nicht, dass die nachher, weil die kosten ihr Geld. Ne? Inshallah. Also zur Herstellung. Und sonst ist alles nur, ja, ist okay. Ist auch Lilai drauf? Nein, das ist ein Vortrag. Ein Vortrag? Das ist Vortrag, okay. Die wahre Lehre Jesus. Da rede ich darüber, wie der Islam Jesus sieht. Das ist auch sehr interessant für Nicht-Muslime. Okay. Wenn ihr Nicht-Muslime kennt, die sich eventuell dafür interessieren, könnt ihr denen das weitergeben. Sonst alles okay bei euch? Ja, alles okay. Also, super. Und wie läuft's? Ganz okay. Wir haben jetzt vor kurzem geheiratet. Mashallah. Danke. Das freut mich. Echt. Wie alt seid ihr? Ich bin 19 Jahre alt. Und du? 18. Das ist sehr gut, dass ihr so früh geheiratet habt. Super. Weil du siehst ja, da schützt man sich so vieles. Genau. Haram, was viele Leute machen. Alhamdulillah, möge Allah euch festnehmen. Und was ist jetzt mit Kopftuch? Wie sieht's aus? Kopftuch? Fehlt noch. Kraft ja, fehlt noch. Das fehlt noch ein bisschen. Aber ich will inshallah später bedecken, aber dann richtig. Inshallah. Warum jetzt noch nicht? Was fehlt jetzt noch? Ich will deine Frau motivieren. Ich glaube, du hast nichts dagegen. Nein, ich war auch schon motiviert, aber das war für mich ein bisschen zu früh. Deshalb, ich bin noch nicht in der Lage, noch mich richtig zu bedecken. Das kommt ja später bei mir. Und ich will mich auf jeden Fall inshallah später bedecken. Guck mal, ich glaube, Schwester, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich glaube, das ist ein bisschen. Kommt der Scheitan. Der Scheitan sagt zu dir, jetzt schaffst du noch nicht. Warum nicht? Sag Scheitan, was willst du von mir? Ich schaff das jetzt. So musst du denken. Mach Dua. Wirklich, glaub mir, mach dir beide mal Dua. Schönen guten Tag. Ich will mal die Ausweise getan. Mach dir beide mal Dua. Verstehst du? Das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich einen Ausweis vergessen. Ja. Einen Moment. Muss ich mal gucken. Du musst dir Dua machen. Das ist ein Schala Club. Ne? Nee, ich habe meinen Ausweis, ist nicht dabei. Habe ich vergessen. Ich habe meinen Ausweis vergessen. Gar nichts dabei. Nee, ich habe nichts dabei. Ich hatte eigentlich eine andere Jacke. Hören Sie auch dazu oder ist das? Nee. Ich hatte eigentlich eine andere Jacke dabei gehabt, aber habe ich vergessen. Da müssen wir das Gespräch hier leider einmal dann unterbrechen, dann müssen wir nach vorne gehen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, inshallah. Und denkt dran. Ja, mach mal Dua, inshallah. Ne? جند الله عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير جند الله أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن هدى الإيمان دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لا لن نحيد عن هدى الإيمان دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله
فلا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد جند الله جند الله جند الله جند الله أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد جند الله جند الله جند الله جند الله أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله 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 يا إله الكون قد سلمت لك ربي فاغفر زلتي مع أحكامك أبتغيها مدفعا قوية تبهر البدر في ليل مختلف راديا منك إلهي رحمة تغسل سنبا وأنسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بلي 20.07.1978 لله الذي من تراب الأرض هذا صور وافتكر في الكون وانظر سعه وتبصر يا أخي هذا الفلا سترى الدنيا خضعا هائلا منه آيات عجاب وحبا وعمى قلبك لقي باله فإذا دمت عليه قتلا وعبيد الأرض لا حول لها وزوال الحمد لله إذا dazu. Das ist, wir haben nichts anderes gemacht als Flyer verteilt und das ist das Ergebnis und so müssen wir weitermachen. Und das ist für mich eine Bestätigung, dass wir die Wahrheit vertreten. Alhamdulillah. Deswegen freue ich mich richtig doll.
Hatten wir noch letztes Jahr. Ach ja, was haben die uns gerade Löffel gefallen gehört? Super. Ich kann. Ich glaube es nicht. Boah, das ist das Auto, wie läppisch. Kann man das hören? Oder? Das ist leise, das ist so. Ja, hallo, hier ist Pierre Vogel am Apparat. Ja, Pierre Vogel. Ich hatte, wir haben die Nummer bekommen von ihm. Ja, wie kann ich helfen? Ach so, ja, cool. Dann bist du ja bei uns an der richtigen Adresse. Du wolltest den Islam annehmen. Gut, also du, einen Moment mal kurz. Einen Moment. Hallo? Bist du noch dran? Ja. Ja. Also du hast dich schon mit der Sache beschäftigt, wie das abläuft. Du hast bestimmt auch schon im Internet gesehen, wie das ist für einen Islamer. Ne? Ja, super. Also kennst du die Bedeutung schon alles, ja? Von, also wenn man sagt, Eshhadu an la ilaha illallah, bedeutet das, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, der ewige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, sondern man sagt, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dass wir das zu glauben haben, was er uns berichtet hat, dass wir das als verboten und geboten akzeptieren, was er uns offenbart hat durch Allah, und dass wir Allah so anbieten, wie er uns gezeigt hat. Du bist also davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist, ja? Alhamdulillah. Ja gut, dann kannst du die Shahada schon selber aussprechen oder soll ich es dir vorsagen? Wie bitte? Okay, ich sag's dir vor, du sagst es nach, okay? Okay. Wir sind jetzt hier gerade an der Raststätte übrigens. Okay, ich sag vor, ja? Eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu an Muhammadan Rasulu Allah. Alhamdulillah, jetzt bist du Muslim, Alhamdulillah. يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد جند الله جند الله جند الله جند الله أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآني أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله